Remtix, erstmal was zu dir. Du kommst in meinen Stream. Ja? Machst du einen auf coolen Jungen? Und ich sehe dich noch als sympathischen Typen an. Abonnier dich. Und im nächsten Stream ziehst du so einen Scheiß ab. Jetzt machst du auch noch eine richtige Beefwelle gegen meine Homies. Alter, Bro. So nicht. Jetzt lernst du mich kennen. Denn ich bin der Reinhard meiner Community. Wer sich mit meiner Community anlegt, mit den Honeyvengers, der muss an mir vorbei. Und das Schild hat maybe 2000, das versichere ich dir. Wenn du wissen willst, was auf dich zukommt, dann bleib dran. Ich setz mal ernsthaft zu dir. So, wie ich gerade eben schon gesagt habe, du bist auf meinen Stream gekommen. Ich habe dich eigentlich als sympathischen Jungen kennengelernt. So machst du es zumindest in deinen Videos. Ja? So stellst du dich vor. Ja, und im nächsten Stream dann kamst du schon. Also beziehungsweise du ja nicht. Du ja nicht. Es kam ein Abonnent von dir, der sich Hashtag Remtix Army nennt. Jetzt mal ernsthaft, wer zur Hölle nennt sich Remtix Army? Oder das ist genauso, wenn jetzt einer von meinen Abonnenten sich einfach Avenger Army nennt. Wer macht denn sowas? Also das ist schon so ein kleiner Hinweis auf so einen kleinen Fake-Account. Ja, du hast zugespammt, Remtix ist so geil, Remtix ist so fresh, macht geile Videos, zeigt mal ein Video so. Dann habe ich das Video gezeigt, habe ein negatives Wort dazu gesagt. Da hast du irgendwas mit Zutschub gebastelt, ja. Und ich habe gesagt, die Wurst ist so vom Geschmack her so überwiegend, dass wenn man die zu viel einsetzt, dass es das ganze Essen versaut. Sondern wurde ich zugespammt mit Hater-Kommentaren von diesem Typen. Ja, nachdem dann meine Community den praktisch in den Kommentaren zerfleischt hat, bist du dann gekommen. Als wäre nichts gewesen. Alles cool. Ja, verstehst du? Und komischerweise kam von einem anderen Abonnenten gar nichts mehr. Das ist so ein kleiner Hinweis dazu, dass das schon mal so ein Fake-Abonnent gewesen ist. Aber hey, jetzt mal ganz was anderes. So, das ist ja das, was Honeywolle angesprochen hat. Dass du viele so Fake-Accounts hast, auf andere Push-Streams gehst, Werbung für dich machst, dass die dann auf deinen Kanal gehen, dich abonnieren, keine Ahnung. So. Dieser Ninja Cooper, nee Quatsch, das war gar nicht Ninja Cooper, ich glaube Games TV war das, mit dem muss ich auch noch ein Hühnchen rupfen, Alter, machst hier auch fette Freunde und dann sowas, jetzt mal ernsthaft. Sagst dann, ja, das ist doch schon der Beweis, weil Honeywolle in seinem Video gesagt hat, ja, er hat auch Fake, er hat auch andere Accounts, er hat andere Channels, ja, das ist vollkommen richtig, der hat 4 Stück davon, der abonniert sich auch damit, ist ja völlig klar, wer würde das nicht machen heutzutage, aber der Unterschied ist, dass er auf diesen 4 Channels jeweils andere Videos macht und das kontinuierlich. Designer-Videos, Vlogs, Informationsvideos, weiß der Geier Scheißenei, jede Menge Zeug. So, was machst du auf deinen Fake-Account? Gar nicht, null. Das ist einfach nur Mittel zum Zweck. Und das ist das, was Honeywolle damit vertreten hat, was scheiße ist. So was macht man nicht. Ich habe auch 2 Channels. So, der eine ist ein Gaming-Channel, den habe ich wieder eingefroren, weil ich kann mich momentan noch nicht auf beide konzentrieren. Mit der Arbeit klappt das einfach nicht. So, ich nutze jetzt aber nicht mein Avenger Let's Play Channel, der ja auch so heißt, ja, zu deinem Remtix Army Abonnent, sag ich jetzt mal, und gehe in andere Streams und sag, boah, Alter, Avenger ist so geil. Nee, mach ich ja nicht. Ich habe einfach nur einen anderen Channel, wo ich Games hochladen wollte. Anfangs. Das ist der kleine Unterschied. So, klar, ein paar Sachen gingen auch nicht klar, wo Honeywolle gebracht hat. Wie zum Beispiel den Mittelfinger, okay, das kann man jetzt so oder so sehen. Ja, ich meine, Honeywolle macht ja auch so ein bisschen Satire mit rein. Vielleicht soll es auch ein bisschen lustig sein. Oder den Spruch mit 20 Schwänzen im Maul oder 10. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Wo ich aber dazu sagen muss, in deinen Videos, die qualitativ für deine Abonnentenzahlen nicht gerade so hochwertig sind, wie man es erwarten würde, bei 5000 Abonnenten oder über 5000, keine Ahnung, wo die Bilder teilweise verwackelt sind, unscharf, von der Auflösung her nicht das Beste. Und dann bist du bei deinen Videos, du redest so, keine Ahnung, das ist so, ich weiß nicht, als wärst du dir unsicher. Selbst wenn du ein Skript schreiben würdest, als wäre es wie abgelesen irgendwo. Ganz komisch, ja. Das ist das, was ich in meinen Bewertungsstreams zur Bewertung gesagt habe, dass du ein bisschen unsicher bist. Aber ich habe dir da noch Mut gemacht. Ich habe dir noch Mut gemacht. Ich habe gesagt, hier, das wird schon. Arbeit an dir, bla. Und dann ziehst du so eine Kacke in meiner Community ab, Alter. Das geht man überhaupt gar nicht. Kannst du absolut abschminken, Mann. Sowas will ich auf meinem Channel überhaupt nicht haben. So eine Scheiße. Der Unterschied ist noch zwischen deiner Community und meiner ist, dass bei dir jetzt ich 3 Videos gesehen habe, die gegen die Ansage von Honeywolle gingen. Zu meiner Community habe ich schon so viel gelesen, unter anderem Pascal, Nomi Channel, Schütze. Ja, ich mache jetzt das Ansagevideo.
Hanni hat ein Ansagevideo gemacht und ich habe noch viele, viele andere gelesen, die ein Ansagevideo gegen dich machen wollten, aber sie schon gesagt haben, das reicht eigentlich. So, ich möchte dem Ganzen jetzt ein i-Tüpfchen aufsetzen. Ich muss jetzt mal eins sagen, und das sind alles Leute, die wir wirklich nur aus meiner Community kennen oder Hannis. So, bei dir ist aber so, wie zum Beispiel der Ninja Cooper, das scheint ein Nachbar von dir zu sein oder ein Schulfreund. Weiß nicht, bei uns, das sieht man doch schon den Unterschied. Unsere Community ist viel mehr verwachsen wie deine. Komplett anders, weil unsere auf Vertrauen und Ehrlichkeit basiert und nicht auf sowas, was du da machst. Aber hey, das ist noch nicht alles. Zu deinen Videos nochmal. Ich habe ja auch das eine Video bemängelt, wo du gezeigt hast, wie man Sneakers anzieht. Leute, wer guckt denn sich sowas an? Gehst du auch zu deinem Kumpel? Yo, Mann, Alter, wollen wir endlich los? Yo, lass mich erstmal meine Nikes anziehen. Boah, Alter, du hast Nikes. Zieh mal an. Klar. Ja, Alter, mega fresh. Kannst du nochmal machen. Ernsthaft? Nee, jetzt einfach mal die Karten auf den Tisch. Wenn du schon eine Ansage machst, dann musst du das auch ein bisschen anders darüber bringen. Und nicht mit irgendeinem Kollegen, der neben dir sitzt, der dir noch einen Anstoß geben muss, was du eigentlich zu sagen hast. Ja, oder so ein Text. Hast du denn noch was zu sagen, Digga? Weißt du, Junge, mach das doch alleine, zieh's doch alleine durch. Ich weiß nicht. Oder kann der kein extra Video machen? Muss er dich da hinzufügen? Ja? Hanni hat ein Video gegen dich gemacht? Alleine. Nomi Channel hat ein Video gegen dich gemacht? Alleine. Schütze! Alleine. Pascal hätte es auch alleine durchgezogen oder vielleicht mit Linkman. Ja, aber das ist wiederum was anderes, weil die beide so ausschlaggebend sind, dass sie sich beide schon alleine zerpflückt hätten. Ja, das ist wieder so ein Unterschied. Bro, ich kann dir einfach nur sagen, lass es einfach. Du bist nicht mal ansatzweise in Augenhöhe bei uns. Nicht mal ansatzweise. Da kannst du so viele Abonnenten haben, wie du Bock hast. Ja, und diese Texte von wegen, ich habe so viele Abonnenten, so ein paar Lappen, die interessieren mich gar nicht. Das kannst du dir alles schenken. Weil mich, ich bin zu alt für sowas. Jetzt mal ganz ehrlich, mich juckt sowas überhaupt nicht. Sollen die Leute doch kommen Dislikes geben? Ey, das ist das Geilste, was es für den Algorithmus von YouTube überhaupt gibt. Selbst wenn es mehr Dislikes sind wie Likes. Dieser Algorithmus, der haut dich sowas von hoch, dass deine Videos in der Liste immer weiter steigen. Egal wie viele Hater-Kommentare sind. Es zählen nicht Dislikes und Likes, sondern beides zusammen. Das ist wichtig. Schick sie mir rüber. Kann mir nur Gutes tun. Klar, ich habe jetzt auch nicht die Abonnentenzahl, um dir gewachsen zu sein, wie du das so schön sagen würdest wahrscheinlich, mit meinen 430. Ja, aber ich habe Leute, die hinter mir stehen, die auch Abonnenten haben. Das ist das, was uns zusammenschweißt und das, was dir wahrscheinlich das Genick brechen würde. Du kannst deine Videos machen, wie du willst. Du kannst alles tun, aber halt dich aus meiner Community raus. Ganz einfach. Zieh dein Ding durch, verarsch deine Abonnenten, aber nicht bei mir. Bei mir kommt sowieso nicht an. Mach deine qualitativ minderwertigen Videos, blubber deine Leute zu oder zeig denen, wie du deine Schuhe anziehst oder irgendwelche Vlogs, wo alles total verwackelt ist. Aber das andere, lass es einfach sein. Lass einen Hanni in Ruhe, lass einen Nomi in Ruhe, lass einen Schütze in Ruhe, lass einen Pascal in Ruhe, einen Linkman, alle, die bei mir vertreten sind. Geh deinen Weg, auch wenn es der falsche ist. Lass es dir einfach mal durch den Kopf gehen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin hier raus und ich hoffe, du lernst was draus. Und wenn du eine Ansage gegen mich machen willst, mach doch. Ich bin dagegen gewappnet. Bist du es auch?